Ach ja, sind wir in unserem nächsten Suchtspiel angekommen? Ja, sind wir. Und damit hallo und herzlich willkommen zum PC Building Simulator 2. Erste Folge haben wir live gemacht und jetzt spiele ich einfach so ein bisschen. Also es werden immer mal wieder Folgen im Let's Play sein, die ich jetzt einfach so hier für uns aufnehme. Mal machen wir es mal wieder live. Also es wird ein bisschen hier, ne, ihr wisst Bescheid. So, wir sind jetzt, rechts oben seht ihr es, Karl-Heinz, der südige Schrauber. Level 5 für 2456 Dollar haben wir aktuell. Haben zwei PCs, die wir fertig gebaut hatten in der letzten Folge. Der Power Tower 5000 ist noch zu verkaufen. Und der Dingsbums 500 für 1469 Euro wird auch noch auf alle Fälle verkauft. Zwei Plätze haben wir noch frei, wir können also noch schrauben. Der erste nächste PC steht da, um geschraubt zu werden. Und ansonsten haben wir laut unserem Tablet drei angenommene Aufträge, die wir am nächsten Tag machen müssen. Wir haben den 19.10. im Spiel. Die Sonne scheint. Ihr seht es also, ich nehme tagsüber auf. Es ist wunderschönes Wetter. Jedenfalls in-game. Ansonsten bin ich immer noch sowas von begeistert von dieser Raumgestaltung. Einfach nur der Knaller. Es tut mir leid, es ist einfach nur der Knaller und ich bin gespannt, was sich die Entwickler noch einfallen lassen. Denn auch für den PC Building Simulator 1 kommt immer mal wieder auch ein Update. Jedenfalls bis vor kurzem noch. Also wer weiß, was noch passieren wird. Ja, würde ich sagen, Tag beenden und ab zu Tag 20. Oktober 2022. Good morning in the morning. So, dann gucken wir mal, was wir machen können. Zuerst natürlich das hier entgegennehmen, unsere Bestellung. Und jetzt, ach, ist das wunderschön. Als ob es aber Abend wird, ne? Was ist mit der Sonne los? So, pass auf. Ich glaube, ich würde zuallererst diesen PC reparieren. Ich hatte ja gesagt, ja, es ist ein bisschen doof, dass man sich die Artikel der zusammengebauten PCs nicht irgendwo hinschreiben kann oder markieren kann. Vielleicht ist es aber auch gewollt, dass man erst die Aufträge macht und das, was halt übrig ist, in den PC einbaut. Who knows? Also sind wir eigentlich wahrscheinlich gezwungen, erstmal die Aufträge zu machen. Das heißt, ich laufe gleich wieder hier rein. Kann doch nicht wahr sein. So, drei angenommene Aufträge, die machen wir zuerst. Der PC kann Colorful Chaos Royale ausführen. So, und jetzt hätte ich hier hinschreiben müssen, was dran gemacht werden soll. Das mache ich auch noch. Also hier werde ich bestimmt noch Text hinzufügen. Die CPU muss ich austauschen noch, das weiß ich. Weil sonst weiß ich es ja nicht, ne? Welche Farbe nehme ich denn dafür? Upgrade ist gelb, bauen ist lila. Keine Ahnung. Warte mal, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Diese ganzen Farben. Farbengeschichte, das ist total... Wäh. Ja, dann lasse ich es, glaube ich, gelb. Upgrade. Upgrade. CPU. Ja. Ja, lasse ich gelb. So, bestätigen. CPU. Wir werden von Text überschwemmt werden. Okay. Dann ab zum PC. Da ist er auch schon. Der ist auch noch an. Der müsste mal ausgemacht werden, ne? So, dann schrauben wir mal auf und entnehmen Wattestäbchen.
und entnehmen die i3. Und ich meine, das war gewesen, dass wir eine i5 einbauen müssen. Die kommt auf alle Fälle raus. CPU, i3 gebraucht und hier ist die i5 und die ist für den Yoshi auch reserviert. Installieren, Klappe zu, Affe tot. Und gleich wieder mit der Wärmeleitpaste dran. Und ich habe immer so einen Knick in der Optik. Ist das die mit? So, Nupsi drauf. Das war's auch eigentlich schon. Prozessorkühlung wird noch draufgesetzt. Hier, das wollte ich auch noch mal nachgucken. Da steht jetzt nicht, wem das ist, ne? Wäre auch cool, wenn die das dazu schreiben könnten, gehört dem und dem. Das stand, glaube ich, im ersten Teil auch da, meine ich, ne? So, setz drauf. Zack. Okay, unvollständiges Gehäuse, das ist aber alles gar kein Problem. Das können wir machen. So. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch P drücken. Neues Betriebssystem. Fertig. Wunderschön. Es ist wunderschön. So. Haben wir gemacht. Tschüss. Die Yoshi. Gleich abkassieren. 340 Dollar Gewinn gemacht und wir kriegen auf einmal Errungenschaften. Seit wann gibt es auf Epic Errungenschaften? Ich meine, ich nehme so gerne, ne? Ihr wisst ja, ich bin Errungenschaftsjäger. So. Jetzt ist das die Jill vom Burgerladen und die hätte gerne Aufkleber auf ihrem Gehäuse. Das kriege ich mir hin, oder? Das kriege ich mir hin. So, pass auf. Aufkleber. An Gehäuse. An Gehäuse. Also nicht an. Ich lese daraus, dass ich nicht auf Glas kleben darf. Also das heißt, Gehäuse ist oben und hier, ne? Da ist auch Glas, das heißt, hier haben wir Platz für Burgeraufkleber. Ach, Farbe kann man auch festlegen. Das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Burger. Burger. Hier. Yeah. Ein Burger. Und ansonsten noch Essen. Dann machen wir den dahin. Na, das ist ja ein Burgerladen. Oh, wir haben uns eine geklebt. Das ist amazing. Wollen wir auch noch Pizza machen? Jetzt ist egal, was für ein Essen oder was. Dann machen wir hier das. Das passt auch so dazu. Das hätte man hier nicht dran machen können, gell? Warte mal, wir machen es mal ein bisschen kleiner. Dreh sie mal ein. Nee, andersrum. Wie ist denn das? Hier so. Nee, ne? Vielleicht hier so. So. Jetzt natürlich noch die Käse. Haben wir Soundprobleme. So, der Käse. Hier hin. Aber der Rest passt doch nicht zu einem Burgerladen. Pizza. Pizza ist doch Konkurrenz. Machen wir ja noch drauf. Wo ist denn vorne? Ah, so können wir es auch machen.
Ja, ich mache es sehr genau. So. Das nenne ich mal einen Burger. Einen Burger-PC. Oder Leute? Das ist wunderschön. Muss gleich wieder ein Foto machen. So, haben wir gemacht. Das heißt, fertig. John ist fertig. So schnell macht man im PC-Building-Simulator Aufdreh, Leute. Das ist genial, oder? Das ist so toll. Es ist so toll. Abkassieren. Wie viel kriegen wir denn? Haha, 200 Dollar. Ich lache mich tot. So. Was will der denn? Robin. Ach genau, der will ja eine weitere HDD haben. Robin. Robin. Oh mein Robin. Eine weitere HDD. Kriege ich mal. Schraub mal aus. Ah, die ist vorne, ne? Entschuldigung. Da ist wieder drauf. Müssen wir vorne aufmachen. Müssen wir vorne aufmachen. So. Clip, klapp. HDD. Festblatt. Da ist sie. Die für den Millwurm. Die nehmen wir. Die tun wir nein. Zack. Klappe zu. Und jetzt müssen wir nur noch kabelieren. Das ist so schön. Ich bin gespannt, was noch hinzukommt. Auch, dass der PC halt wieder dreckig ist. Ne? Weißt du, dass sie mir den sauber machen. Das ist bestimmt auch super lustig. So, pass auf. Wir müssen den PC aber nochmal starten. So. Und Schuss. So, dann haben wir das auch getan. Der Millwurm ist auch abgespeist. So. Kassieren. 360 Gewinn gemacht. Wunderschön. So, die abgeschlossenen lösche ich. Jetzt ist die Frage, ob ich in meinen Posteingang gucke. Oder ob ich erstmal das machen sollte, was ich noch so offen habe. Das ist eine gute Frage. Huch, meine PCs sind verkauft. Und das ist ja super. Der Power Tower 5000 ist für 142% weggegangen. Je mehr, desto besser. Huch. Verkaufsslogan. So sieht es aus. Kommt noch was. Und der Dingsbums 500 ist sogar für 190% Gewinn. So macht man Geld. Gleich kassieren. So, krieg ich wieder. Krieg ich was? Na, krieg ich nicht. Warum ist hier ein Abdruck? Was ist das? Was ist S? S heißt Suppe. So, okay. Ja, dann habe ich ja wieder genug Platz, um Ramelamme Ding Dong zu machen, ne? So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei der MSI. Da war etwas kaputt. Und zwar... Poh! Tja, dafür bräuchte ich ein... Ja. Was war da kaputt? Dafür bräuchte ich jetzt einen Notizdingsbums, ne? Ah, ich sehe es gerade. Eine RAM-Platte ist kaputt. Eine RAM-Platte ist kaputt. Wo sind die denn? Hä? Ach, die sind...
Wo sind die denn eingebaut? Ach fuck, ich sehe es nicht. Ach fuck, das sind ja... Was ist denn das? Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. 8 Rams können hier rein. Sitte Knalle. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, welche kaputt ist, gell? RAM deinstallieren, RAM deinstallieren, RAM deinstallieren, RAM deinstallieren. Es wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig werden. Ich mache mal die erste hier hinten. Warte, warte. Ich mache mal die. Ene, mene, mu und aus bist du. Aus bist du noch lange nicht. Ach so, wisst ihr, was ich hätte machen können? Ich glaube, das ist ja auch RAM-Blöcke, die farbig sind. Ne? Ich hätte jetzt natürlich den PC anmachen können. Und so hätte ich, glaube ich, auch erkannt, welches RAM-Gedöns nicht leuchtet. Ne? Festplatte, Speicher. Ach, guck mal hier. Das ist ja super. Als ob ich es wusste. So. Also, die ist defekt. Die kann verkauft werden für 3 Dollar. Und die neue T-Force wird eingebaut. So, bitteschön. So, und jetzt können wir das ganze Klimbim machen. Bitte. Es zählt. Kabel. Kabel bitte nehmen. Bitte, bitte nehmen Sie die Kabel in die Hand. Ja, und jetzt nimmst du bitte noch den USB-Stick. So, sehr gut, sehr gut. Hast du das gemacht? Jetzt starten wir mal den PC. Nee, da leuchtet nichts in dem PC. Nichts leuchtet. Kein Leuchte-PC. Kein Leuchte-PC. So, Programme installieren. Zuerst Virenscanner. Beleuchtung brauchen wir nicht. OCC machen wir noch. Ach so, ja. Das können wir auch noch mal tunen. Haben wir es schon mal installiert hier. Gucken wir mal. Ja, es ist eine HDD drin. Man merkt es, gell? Es ist eine HDD drin. Huch! Jetzt habe ich doppelt geklickt. Und natürlich den Benchmark. Gedöns. Auch noch machen. Das war's. Wir wollen ja auch vorankommen in dem Spiel. Wir müssen aufleveln, damit uns jetzt alles freigeschaltet wird. Aber wir haben 6.917 Dollar. Das ist, finde ich, mega. Ah, die RAMs kann man auch übertakten, stimmt ja, ne? So, das ist schon auf 1,35 Volt. Das ist schon übertaktet. Meinst du, das ist schon übertaktet? Oh, da traue ich mich jetzt nicht dran. Naja, auf 4 können wir bestimmt gehen, oder? Und die RAMs kann ich auch machen. So würde ich es machen. So. Ha! Da ist ja doch eine SSD drin. Änderung übernehmen. Jetzt müssen wir es natürlich wieder installieren, ne? Die Programme. Die sind jetzt auf der HDD drauf. Oh, nee, doch nicht. Okay, lol. War im ersten Teil ja so gewesen, ne? Kommt der ultimative Test. Okay. Aber da kann es natürlich sein, dass sie das auch noch ändern werden, ne? Weil das ist natürlich auch wieder nicht realistisch. Wenn du zuerst dein Betriebssystem auf einer HDD hast und hast dort halt irgendwas drauf und du nutzt aber dann den PC, ne? Das müssen wir, ja, das ist eigentlich nicht der Fall. Naja. Aber wie gesagt, das kann natürlich sein, dass da nochmal ein Update kommt oder so, gell? Das Spiel ist ganz, ganz frisch draußen. Wo ich das jetzt aufnehme?
So, alles klar. Das läuft durch. Das kann auch von alleine durchlaufen, wie immer. Dann lass uns noch mal ganz kurz Looky Looky machen. Das muss ich ja auch nicht da bearbeiten unbedingt. Ich habe doch noch einen PC gekauft, oder? Nee, habe ich nicht. Okay, lol. Habe auch nicht gedacht, dass die PCs so schnell verkauft werden. Dann lass uns doch mal gleich wieder gucken, ob wir hier was richtig Fettes an Land ziehen können. Und zwar hätten wir hier einen Intel Core i3. Und was ist daran defekt? Die Nvidia 1070 Founders Edition. Die habe ich, glaube ich, nicht im Regal. Die habe ich bei jemandem eingebaut. Grafikkarten. Nee. Die 1070. Jetzt wäre es cool, wenn man über unser Inventar auf diese Bau... wie heißt nochmal Baudings? 1070. Wisst ihr, was ich meine? Warte, ich mach's gleich auf. 1070 brauchen wir und wir haben jetzt eine 560 und 750. 560, 750. 560, 750. 560, 750. Wo ist es? Hier. Ach du Scheiße. Na, das geht natürlich nicht. Dann sind die hier unten. 560. Ach du heiliger Strohsack. Die ist ja ganz weit ohne. Und 750. Die ist auch ganz weit ohne. Nee, da müssten wir es neu bestellen. Dann müssten wir es komplett neu bestellen, wenn wir es machen sollten. Aber ich denke mal, warum nicht? Also, die Nvidia GeForce GTX 1070 müsste ich bestellen. Grafikkarte. 1070. Gibt es auch nur eine? Ab in den Einkaufswagen. Und kaufen. Vor allem auch, ne? Kostet nur 401 Dollar und ich mache den Gewinn, ne? Guck mal hier, da mache ich weniger Gewinn und der PC kostet sogar mehr, ne? Warum? Weiß kein Mensch. Also, das wird schon mal geliefert. So, und in dem Moment würde ich mir das gerne aufschreiben. So, das wird geliefert und dann würde ich sagen, dann können wir uns doch gleich nochmal einen, weil wir wollen ja, wie gesagt, schnell vorankommen und gut vorankommen. Eine AS Rock. Eine AS Rock Steel Legend. MSI. AS Rock. Kann ich das auch einfach so im Shop eingeben? Alle Objekte. AS Rock. Steel Legend. 110 Euro. Dollar. Das ist so, gell? AS Rock. B450. Oh, Entschuldigung. B450. B450. Steel Legend. Ja, das ist so. Also das könnten wir machen, ne? Das ist auch kein Problem. Nur wir dürfen halt, wir müssen halt gucken, ne, dass wir nicht so viel verwechseln miteinander. Also die Sachen, die über 300 Gewinn bringen, die würde ich, glaube ich, gerne kaufen. Kaufen. Und hier ist eine Team Group T-Force Dark Red 16 GB 3000 kaputt. Und ich gucke gerade, da ist Gott sei Dank eine SSD drin, bei den anderen habe ich jetzt leider nicht geguckt. Okay, Team Group Dark Red 16 GB. Da machen wir doch mal, also da muss ich auch noch gucken, wie ich vielleicht am schnellsten vorankomme. Festplatte, Speicher, Gramm, 16, Marke, Team Group. So, Team Group, Dark Reds 16.3.
Dark Red 16.3. So, das ist er. Schuss. Habe ich auch gemacht. Kaufen. Schuss. So, jetzt haben wir 3 PCs gekauft, haben immer noch 5.386 Dollar. Das ist wunderschön. Und hier haben wir, gut, Benchmark stimmt ja alles nicht mehr, ne? Was sind das alles noch für Angaben? Wir müssen das jetzt noch irgendwie so ein bisschen streichen. Kabel funktioniert noch nicht. Modifizierung. Oh, das ist sogar durchsichtig. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Ein bisschen grau drüber. Auf Glas. Also von hinten finde ich es nicht schön. Und hier kann ja dann gleich, da können wir ja mal gleich das ausprobieren. Da stand ja gerade Farbe festlegen, ne? Hm, ist aber blöd, die Symbole. Das finde ich ganz cool. Gift-Warnsymbol. Und dann kannst du auch sagen, rot. Ne? Das sieht doch wieder, das macht den PC schon wieder geil irgendwie, ne? Und vielleicht hier vorne noch irgendwas? Passt da noch irgendein Symbol? Nee, ne? Warnschilder, was haben wir noch? Thermalpaste. Pack ate my hamster. Was passt da das nicht? Aircool passt nicht. Das ist zu verspielt. Good Company. Das ist alles zu verspielt. Das ist alles zu verspielt. Ich feiere das. Ich feiere diese Emotes von Fortnite voll. Okay, nee. Dann lassen wir das so. Dann ist es der Killing Jack. Killing Jack 2000 nenne ich ihn jetzt. Pass auf. Killing Jack. Keine Ahnung. So. The Killing Jack. Warum Jack? Keine Ahnung. Ist mir gerade so eingefallen. Speichern. So. Neue Kabel, diesmal 0. Keine Ahnung, warum. Ach, und wir kriegen sogar 100 Dollar, weil wir die CPU und RAM übertaktet haben. Sehr gut. Wasserkühlung haben wir nicht, LEDs haben wir noch nicht und die Sterne haben wir auch noch nicht. So, jetzt legen wir den Preis fest. Gehen wir erstmal auf den Preis. Oh, geht noch mehr. Preis ist zu hoch, okay. Mm, 69% ist doch in Ordnung. Dann ist der halt ein bisschen länger hier am Start. Das ist doch nicht schlimm, oder? Ein paar Tage länger. Ja, easy. 1649 Dollar für den Killing Jack 2000. Verkaufen. So, haben wir gemacht? Killing Jack 2000. Ich finde das so geil gemacht. Ich feiere das.
So, und jetzt haben wir immer noch, wir sind immer noch nicht fertig am Tag, am 20. Oktober. Nein, denn wir haben E-Mails. Wir haben jetzt erstmal das, was gestern war, getan. Und jetzt müssen wir noch das tun, was am Folgetag natürlich sein muss. Ach du Scheiße, wir kriegen jetzt erstmal einen Klonauftrag. Von Chuckswood, World Chuckwood. Ich brauche ein neues SSD-Laufwerk. Hallöchen, Chuck hier von Chucks Holz, Hacker und Häckseldienste. Wir kennen keine Grenzen, wenn es ums Menge und Größe des Holzes geht, was wir für sie hacken und häckseln. Natürlich sind wir ganz auf Nachhaltigkeit eingestellt und hacken und häckseln nur in bewirtschafteten Wäldern, selbstverständlich. Aber ich schweife ab. Der PC, den wir in den Holzhackfabriken nutzen, ist so voll mit Bildern von Holzdateien, alten Daten und allgemeinem Müll, dass ich mir Sorgen mache, all meine Daten zu verlieren. Ich will auf keinen Fall, dass das mit all den Schnittholzlieferanten und Kundendaten passiert, die da drauf sind. Die Festplatte war schon immer zu klein. Könnten Sie mir also eine neue, elegante, schnelle Festplatte mit mehr Platz einbauen und die vorhandenen klonen, damit ich nichts verliere? So bald wie möglich, bitte. Chuck, der Holzhacker. Oh, ha. Das heißt, wir müssen eine Adata Ultimate SU650 480 GB oder besser installieren. Wir gehen mal auf die Kundenspezifikationen und gucken mal, was der jetzt im Moment drin hat. Eine 2 TB HDD. Okay, und es muss eine Adata Ultimate 480 GB sein. Also dann gehen wir mal kurz in den Shop und geben einfach mal... ein. Mal gucken, was da kommt. Eine Adata Ultimate. Wie viel Budget haben wir denn? 200. 200 Budget haben wir. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir doch gleich die bessere Adata für 10 Euro mehr. Achso, ich muss erstmal den Auftrag wieder annehmen. Und jetzt erzählt er uns etwas über das Klonen. Ah, Klonen des Betriebssystems. Beim Klonen des Betriebssystems wird das Betriebssystem von einer Festplatte auf eine andere kopiert. Dafür brauchst du den USB-Stick für das Klonen von Betriebssystemen, der sich unter Tools in deinem Inventar befindet. Du kannst die App direkt vom USB-Stick installieren. Beachte, dass du für diesen Auftrag unbedingt eine SSD, zum Beispiel die Adata Ultimate oder besser, bestellen musst. Ja. Okay, klar, aber welches, wie heißt denn das Programm? Wie heißt denn die App? Hallo? Jetzt geht's. Wie heißt denn die App? Gute Frage, ne? Ja, wunderschön, so sieht es aus. Wir werden es herausfinden. Er wird uns sehr wahrscheinlich ja helfen, ne? Klonen. Haben wir markiert. Steht alles da. Brauche ich keinen Tag hinzufügen. Alright. So. Nächster Auftrag. Von Aiden. Brauch ein Upgrade bitte. Hi, ich bin Aiden und ich bin der allergrößte Tierfan auf der ganzen Welt. Ich habe einen PC, auf dem ich spiele. Baboon Tycoon mag ich am liebsten. Und der ist echt toll, weil meine Schwester ihn für mich gebaut hat und die alles über Computer weiß. Aber die neue Erweiterung, die ich gerade gekauft habe, läuft darauf nicht und das nervt mich ehrlich. Ich habe im Internet nachgeguckt und anscheinend sollte ein PC mit Leistungswert 2000 das richtig können. Also können Sie mir mal einen Upgrade, damit er das kann? Danke, ich kann es kaum erwarten, das zu spielen. Aiden, 39 Jahre, Geschäftsführer der Royal Society für Tierschutz und Pflege. PS, bitte nicht meiner Schwester sagen, dass ich den PC upgraden muss und den sie gebaut hat, sonst wäre sie traurig. Als ob der 39 Jahre alt ist. Okay, lol. Nehmen wir mal an, 3D-Mark von 2000 müssen wir erreichen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich erklärt, wie das funktioniert. Achtung. Leistungswertung. Für diesen Auftrag musst du die Apps 3D-Mark und Bauteilleistung benutzen, um die Leistung des PCs des Kunden so zu verbessern, dass er den gewünschten Leistungswert erreicht. Du musst die Apps auf seinem PC installieren und seine E-Mail genau durchlesen, um herauszufinden, was er braucht.
Aber ich weiß nicht, was ich machen muss. Ist Baboon Tycoon ein Spiel? Die neue Erweiterung, die ich gekauft habe, läuft darauf nicht. Und das nervt mich ehrlich. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Wird lustig werden. Fragezeichen. Markiere ich mir mal, weil ich das wahrscheinlich, wenn das morgen kommt, erstmal eruieren muss, was damit los ist. Eine AMD Ryzen 7. Er hat schon mal keine schlechte Technik drin, oder wie, oder was? Was haben wir noch? 4 GB RAM nur drin, das ist aber nichts. 750 Ti Gamer ist drin. Und eine HD 500. Naja. Also wie gesagt, da müssen wir am nächsten Tag dann einfach gucken. Na, ich hoffe, das Spiel wird uns wieder uns zeigen beim ersten Mal, wie man 3D Mark benutzt. So. Hier, da haben wir schon nachgeguckt. Und es sind auch neue Teile verfügbar. Wunderschön. Und wir haben unser Sortiment gerade um folgende Teile erweitert. Also das Sortiment wird auch immer mehr werden, ne? Okay. Also, das heißt, we are ready to rumble into the next day. Das ist dann der Freitag, der 21. Oktober. Da werden wir gleich hinrutschen. Und Ich habe euch schreien gehört. Ich muss natürlich noch bestellen. Ja, ich muss natürlich noch bestellen. Frage ist nur, das war aber jetzt nicht kein Zeitauftrag oder so, ne? Nee. Ich habe keine Ahnung. Muss da eine SSD rein? Soll ich einfach mal eine noch keinen kaufen? Wie viel kostet eine SSD? Die teuerste kostet 340 Euro. Ich sage immer Euro, sind Dollar. 960 GB. Wie viel Budget hat denn der? 400. Könnten wir ja machen. Wenn es das zum Beispiel wäre. Ich weiß halt im Moment noch nicht, was es ist. Der ein oder andere von euch kann ja sein, der weiß es schon, ne? Wenn er 400 Euro Budget hat, dann mache ich dem eine richtig fette SD rein. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann haben wir sie halt vorrätig. Oder Leute? Dann haben wir sie einfach vorrätig. Ich überlege nur gerade wirklich 960 oder eher nur 480. Soll ich mal die 480er? Was will der denn damit machen? Spielen! Die neue Erweiterung läuft darauf nicht. Die neue Erweiterung läuft darauf nicht. Ja gut, ich gehe jetzt wirklich von der SSD aus. Weil das Spiel da drauf nicht läuft auf einer HDD. Oder es ist die Grafikkarte. Also. Oder es ist die Grafikkarte. Bestätigen. Und Grafikkarte weiß ich jetzt nicht. Müsste ich dann erstmal Looky Looky machen. Schreibe ich mal hin. Grafikkarte oder. Soll ich mal neuen Tag machen? Upgrade. SSD.
SSD oder GPU? Okay. Was würde denn... Nee, das müssen wir ja dann gucken. Da müssen wir Will It Run machen und dann müssen wir gucken, ne? Kann man aber auch jetzt noch machen, ne? Oder wie, oder was? Oh, wartet mal ganz kurz. Hier ist Will It Run nun nicht drauf, ne? Müssen wir auch mal installieren. Ah. Will It Run. Wie hieß das Spiel? Macabre Mayhem vielleicht? Das ist schon mal kein Spiel. Das ist schon mal kein Spiel. Und das andere? Baboon Tycoon? Ist auch kein Spiel. Rocket League. Lol. Nee. Keine Ahnung. Wir werden es noch herausfinden. Auf jeden Fall muss ich die Sachen jetzt bestellen. Kaufen. $1,340. Schuss. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann, der 19. Oktober ist geliefert, sozusagen. Level 5 sind wir immer noch. Und dann gucken wir einfach mal, morgen gibt es wieder zwei neue PCs, die wir zusammenbauen müssen. Und ja, müssen wir mal gucken, was dann in der nächsten Folge passiert mit Klonen. Wir werden geklont, Leute. Alles klar, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.